So, hallo, da sind wir wieder zurück zu Half-Life 2 Part 15. Ich muss mal kurz mal abbrechen, weil ich jetzt mal die Hater-Maske mal abgezogen hatte, weil es sonst zu blöd wird. Und ja, ich habe einen Gast bei mir, aber der ist zu schüchtern, um zu reden. Ja, er ist zu schüchtern, um zu reden. Nächste habe ich doch gesagt. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel rede, aber das ist mein erstes Mal, dass ich ein Video mit dir mache. Oh, das erste Mal. Scheiß drauf, ja, ich bin neuer Rifle Reyes hier in der Haus. Wieder mal am Start. Und ich muss hier jetzt mal kurz die Autos aus dem Weg räumen, weil mein Auto durchfahren muss. Und los, da geht's. Oh, geht doch. Oh, es ist so fucking dunkel in diesem Tunnel. Oh, ich sehe ein Licht. Ein Licht. Wo bin ich denn hier gelandet? Was zum Teufel ist das da? Ah, oh, natürlich. Weg mit den Scheißkisten. Ei. Habe ich gerade ein Combine gehört? Naja, egal. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, ein Haus! Und Combines, das war so klar gewesen. Ah, überfahren! Scheiß Combine! Stirb! Stirb! Huch! What the fuck? Ich bin durch dich geglitscht. What the? Was zum Teufel ist hier los? Oh mein Gott, ich habe einen Glitch gefunden, aber ein bisschen gruselig. Seit wann gibt es Ghost Cars in Half-Life 2? Ist hier jemand im Haus? What the fuck? Weg mit den Scheißteilen! Geht weg, geht weg! Ah, das sind drei Stück von denen! Geht weg, ich möchte nicht mit euch spielen! Geht weg! Geht weg! Wo ist das Sch Ab mit dir ins Wasser! Pfui! Böses Bällchen! Ball! Ball! Geht weg, Ball! Ball! Pfui! Böse Bälle! Da ist ja noch einer. Wie viele von denen sind denn hier? Böser Ball, weg mit dir. Bam. Arschbombe ins Wasser. So, was war jetzt hier oben gewesen? Toll. Ich habe Munition für das Teil eingesammelt. Das ist ja geil. Habe ich auch so dringend nötig gehabt. Was zum... Okay, ich frag dich. Wo geht's jetzt runter? Ach, da. Eieieiei. Wieso musst du nur so gruselig sein, du scheiß Ghostka oder was auch immer du bist? Okay, die Combines haben hier Menschen verbrannt. Das ist ja total beruhigend. Da ist ein Schiff. Werde ich es mir angucken? Nee. Oder doch? Oh, zum Glück bin ich hier hingegangen. Oh, geil. Toll, toll. Leben. Ich habe aber schon volles Leben. Ja, toll. Jetzt kann ich nicht mal diesen Berg hoch. Jetzt muss ich außenrum gehen. Ave Maria. Oh, ich habe mir das Lied gerade angehört, ich musste so heulen, ey. Oh, hör auf, Mann.
Ich kann den Text aber nicht. Ja, da gibt es deutsche Texte auch. Da gibt es sogar einen italienischen oder spanischen, keine Ahnung. Deutsche Texte gibt es bestimmt so. Ich hab Bitches gepackt. Nein, so nicht. What the fuck, was geht da ab? Oh nein, die Combines greifen an. Wieso müsst ihr so hässlich sein? What the fuck? Oh, Combine. Was geht ab? Wer wagt es, mir Granaten in die Fresse zu schießen? Oder zu werfen? So, was habt ihr hier so Schönes? Bei eurer kleinen Basis hier? Hoffentlich hat sich das gelohnt, euch jetzt zu töten hier. Na, vielleicht ein kleines bisschen hat sich das gelohnt. Wenigstens etwas. Ja, es hat sich ein bisschen gelohnt. Naja, egal. Hauptsache, ich habe Menschen getötet. Ja, okay, die Menschen wollten mich auch töten. Das war nur Selbstverteidigung. Das ist aber trotzdem nicht beliebt, dass du hier Bambuk läufst. Das ist Selbstverteidigung, wenn die mich angreifen. Findet ihr das nicht auch? Ich meine, die greifen mich an. Was soll ich denn tun? Soll ich einfach blöd rumstehen und sagen, hallo, hallo, dürft mich töten? Oh, du bist jetzt Team Offline, haben wir gezeigt, aha. Ja, weil ich mich offline mache, immer. Nicht immer. Ja, manchmal. In manchen Aufnahmen habe ich schon reingeschrieben. Aufnahme Stimmung. Ja, aber öfters mache ich die immer, mache ich Steam aus, weil sonst die ganzen Nachrichten wieder zu Spam kommt. Sonst also falls du keinen Ton mehr von mir hören solltest, bin ich eingeschlafen, weil ich bin müde. Ach so, okay. Ich muss ja wahrscheinlich jetzt gerade Batterien finden. Was? Wie letztes Mal? Ach so, stimmt. Wie letztes Mal. Wir waren eingepennt, ja. Ich komme in einer Stunde wieder, zwei Stunden später bin ich jetzt aufgewacht. Oh, ja, stimmt. Oh, fuck no. Ich muss die letzte Batterie finden, aber wo zum Teufel sind hier Batterien? Combine in your face, bitch! Ey, lass meinen Namen in Ruhe! Hey, was denn? Ich hab ihn doch nur ins Gesicht geschossen. Genau, frag mal deine Zuschauer. In your face, in your face und in your face auch. Und vielleicht auch in your face. In your face, bitch! Sorry. Was schon wieder diese scheiß Bälle? Es war so klar gewesen, dass die Batterie da oben ist. Damit hätte ich total nicht gerechnet. Komm runter, scheiß Batterie. Whee! Oh, jetzt habe ich die Batterie noch weiter hochgemacht. Willst du mich verarschen? Wie soll ich jetzt die Batterie bekommen? Was für eine Batterie? Ich muss hier eine Batterie finden. Oh, jetzt hängt die Batterie da oben fest. Und ich hab nicht Safe Game gemacht, willst du mich verarschen? Wie soll ich das jetzt da runterbekommen? Boah! Ah! Oh! Batterie runtergefallen. Komm her, du schöne Batterie, ich brauch dich. Ist das. Das sieht aus wie ein Toaster eigentlich. So, was genau öffnet sich jetzt? Ah! Ah, okay. So, dann fahren wir mal weiter. F6. Gleich kommt schon wieder Ladedaten. Ich wette, gleich kommt Lade... Ah, wusste ich's doch. Gott, 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 Gott. Oh, ich hab
die ganze Maske voll gesabbert. Welche Maske? Ja, die Anonymous-Maske. Die ist voll geschlabbert vom letzten Part. Boah, ich schlaf gleich ein, wenn die Daten sich so lange laden werden. Ich zock grad wegen Surfen und... Okay. Ich schlaf gleich ein, wenn es so weiter ladet. Es ladet und ladet und ladet und ladet und hört nicht auf zu laden. Ah, geht doch. What the fuck? Wie weit muss ich denn noch damit fahren? Ah, mit Rechtsklick kann man das laden. Jetzt merke ich das erst. Oh, das sind Freunde. Freunde. Geschafft. Wir empfangen Funkverkehr. Sie suchen das Auto. In die Garage mit dem Wagen. Okay. Aber der Wagen gefällt mir. Huch. Was ist denn jetzt los? Es geht nur noch zu Fuß weiter. Okay, Doc, es geht nur noch zu Fuß weiter, aber ich mache jetzt mal Audio ein bisschen lauter, weil ich dich nicht höre. Es gibt einen Geheimweg, die Steilküste lang, doch niemand kann weg, bis der Angriff abgewehrt wurde. Wenn du uns bei diesem Kampf hilfst, dürfte das unsere Moral stärken. Mist, da kommen Landungsschiffe! Was für Landungsschiffe? Warte, ich muss Audio leiser machen. Was für Landungsschiffe? Welche Landungsschiffe? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich hab einen fucking Raketenwerfer. Wo seid ihr? Da ist er. Schieße ich ihn ab oder schieße ich nicht ihn ab? Nein, ich warte. Ich warte auf den perfekten Augenblick. Und scheiß Combines hier, frisst Granaten. Okay, mit einer Shotgun aus der Distanz zu schießen, ist ein bisschen blöd. Los, meine Kompandres, hilf mir! Hilf mir! Ich habe keine Chance gegen drei Combine. Das sind für mich keine Gegner. Eieiei. Wieso kommt immer so geile Musik, wenn Kämpfe kommen mit Freunden? Ich möchte auch mal geile Musik haben, wo ich alleine kämpfe. Nicht immer, wenn Freunde bei mir sind. Ui, guck mal, Freunde sind da, aber spielen mir geile Musik ab. Fickt euch, Combines, leckt mich doch am Sack. Ja, schlechter Gott, will gar nichts. Ihr seid nur Dr. Breens Kack. Fick dich, was ich tue! Nein! Leck mich doch am Sack! Ja, die Musik ist eigentlich richtig geil. Oh, hab ich einen Freund? Freeman! Ja, ich weiß, dass ich Freeman bin. Ich bin Gordon Freeman und nicht Morgan Freeman, also. Bam! Combines, Combines, Combines. Gesellschaft! Lande am Leuchtturm, was? Hey, Seemöwen. Keine Sorge, ich rette uns. Ach, die springen alle einfach nacheinander raus und ich töte sie einfach alle nacheinander.
du hast einen Freund umgebracht. Fuck. Ja, ich hab einen Werfer. Im Leuchtturm sind, was? Was waren da Raketen, hast du gesagt? Wo sind hier Patronen? Oder Raketen? Ach, da. Könnte ich gut gebrauchen. Fucking Bitch! Jetzt stirb doch endlich! Oh Mann! Geht doch! Geht doch! Scheiße, keine Patronen mehr! Ey, das ist so klar! Kennst du das Gefühl, Vasitur? Ja. Ich schreibe eine Person an, die du eigentlich nur so in Facebook hast, so. Warum du schreibst? Ich schreibe sie an und denkst, warum schreibst du nicht? Ja, genau, das denke ich mir auch öfters. Ja, und dann? Aha, deswegen schreibst du mich an. Aha, nur wegen der einen Sache schreibst du mich an. Weil, ja, sowas kenne ich. Das hasse ich. Oh! Boah, erschreckt mich nicht so. Ich wollte dich schon umbringen. Gott. Beinahe hätte ich dir einen Headshot in your face gegeben. Dort entlang, ja? Und vorsichtig. Hey, wo dort entlang? Ein Geheimgang. Wie macht er das nur? Was soll ich denn jetzt hier machen? Lässt du mich wieder hier alleine? Och Mann. Immer wenn ich denke, dass ich Freunde habe, habe ich am Schluss keine Freunde. Pff, wer braucht schon Freunde? Freunde sind überbewertet. Ladedaten, das war so klar gewesen. Uiuiuiui. Ach ja, mich hatten welche gefragt, ob ich Iblali kenne. Also ich gucke seine Videos und ja, er ist ganz cool. Und ich habe ihn auch abonniert, natürlich. Natürlich ist der gute alte Vasitor wieder auf sich alleine gestellt. In dieser schönen, schönen Welt von Half-Life 2. Wer ist das denn? Heißt er Laszlo? Nicht weiter, du bleibt auf dem. Du Idiot! Nicht weiter gehen. Lass mich das mal kurz korrigieren. Oh Gott, Laszlo! Ups, ich hab einen kleinen Fehler gemacht. Ein Typ hat zu mir gesagt, ich soll auf dem Felsen bleiben. Was passiert? Der Vasitor geht vom Felsen runter. Und sein Freund wird getötet. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt das, den Speicherpunkt neu geladen. Und jetzt mache ich diesen Fehler nicht. Du da! Nicht weiter! Bleibt auf dem Fels! Geh nicht auf den Sand! Die Löwen drehen davon durch! Laszlo, keine Bewegung! Nein! Hilfe! Ach, der Freund ist so oder so gestorben. Oh Gott! Laszlo! Musste der größte Geist seiner Generation. Camp Käferköder besorgen, damit uns diese Kreaturen in Ruhe lassen. Aber ohne Laszlo, wozu noch? Ja, du wolltest helfen. Ich bleibe bei ihm. Muss hier noch etwas machen. Wie willst du noch bei Laszlo bleiben? Laszlo ist Geschichte. Komm mit mir mit.
Ich bin zwar ein Pedro, aber kein Bär. Der Gordon Freeman ist wahrscheinlich... Ich bin doch bloß der Gordon Freeman, ich bin so 50 und du siehst aus irgendwie wie 23 oder so. Und der Masito sieht aus 10, 12. Nein. 10. Ich nicht. Ha? 9. Oh, nicht auf den Sand. Wenn ich auf den Sand gehe, dann kommen Ameisenlöwen. Wenn Ameisenlöwen kommen, bin ich gefickt. Fuck! Okay, es kommen doch keine Ameisenlöwen. Okay, ich war kurz auf dem Sand gewesen. Ah, Vorsicht. Also. Geschafft. Gott. Liebe Rosito. Was gibt's? Ich werde jetzt eine Stunde schlafen. Das heißt, ich werde mich jetzt eine Stunde muten. Okay. Also, wünsch mir eine gute Nacht. Gute Nacht. Lass mich hier alleine. Ich werde die Ameisenlöwen schon alleine besiegen. Gute Nacht, liebe Zuschauer von Vasitor. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auch die neuen Zuschauer, abonniert ihn. Sonst kommt er vorbei und... Fick euch in den Arsch. Nein, Spaß. Vergiss nicht, das Video kommt sowieso Dienstag, ne? Ja, ich entmute mich einfach in der Stunde wieder. Okay, bis gleich. Hau rein! Lasst mich hier bloß alleine! Ich muss ja gegen die Ameisenlöwen so oder so alleine kämpfen. Na, da geht ja Half-Life 2 Koop. Warte, Half-Life 2 geht Koop. Da muss ich es mir noch kaufen. Aber was bringt mir das, wenn ich das nochmal komplett durchspiele, wenn ich das Spiel jetzt schon durchspiele? Dann spiele ich es ja praktisch nochmal durch. Wir könnten Afraid of Monsters zu Koop spielen. Uiuiui. Oh, fuck! Oh, Mann! Ich meine, diese hässlichen Ameisenlöwen. Also, ich mute mich jetzt damit. Bestanden. Fuck! Man, diese verdreckten kleinen Ameisenlöwen. Vorsichtig. Bevor ich gehe, habe ich ganz vergessen, dir zu sagen. Gute Nacht, du musst gerade meinen Gesichtsausdruck sehen. Hast du Facecam an? Ja, ich nehme Half-Life 2 mit Facecam auf. Okay, gut. Ich schaue es dir dann an am Dienstag. Kannst es dann machen. Bis dann, Bro. Ich stell mir einen Wecker, oder falls ich verschlafen sollte, schreib mir einfach ein WhatsApp. Okay. Und ja, nein, Zuschauer, ihr bekommt nicht meine Handynummer. Und meine auch nicht. Okay, 08054646. Alter! War das jetzt wirklich deine das Nummer? Das ist so eine komische Nummer. 08054646. Ach so. Ja, naja. Also dann. Bis dann. Wem willst du denn lecken? Komm her, Kiste, ich brauch deine Vorräte. Komm schön her. Ich brauch deine Vorräte. Hatscha! Wie komme ich wieder zurück? Fuck. Nein! Es kommen keine Ameisenlöwen. Das ist fucking geil.
Den Sprung schaffe ich sowieso nicht. Oder? Mal sehen, ob ich ihn schaffe. Hatscha! Fuck. Huh! Schafft. Und... Huh, ah, fuck. Fuck, ich will nach oben! Gott! Gott! Ei! Scheiß Ameisenwürfel! Geht! Ficken! Ficken! Nein, danke. Oh! Ich wünschte, ich könnte auch so fliegen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Wie komme ich jetzt darüber? Scheiße, dann laufe ich eben über den Sand. 3, 2, 1. Warte. Go, go, go! Fucking Ameisenlöwen! Geht weg! Niemand will euch! Niemand mag euch! Okay, ich vielleicht ein kleines bisschen, aber ansonsten mag euch keiner! Ups! Oh, geschafft! Bitches in der Haus. Mann, ich hätte gerne mal Shotgun-Patronen wieder. Ich habe jetzt einen Generator angeschaltet für was? Oh, oh. Jetzt kommen keine Ameisenblöden mehr. Das ist geil. Ja, geschafft. Aber ich bin sowieso sicherheitshalber auf dem Felsen noch. Stimmt, ich habe immer noch die Magnum. Nein, Ameisenlöwen, die dürfen nicht hier hinkommen. Das ist verboten. Gute Ameisenlöwen, brav, brav. Wenn ihr so weitermacht, bekommt ihr vielleicht Kekse von mir. Bam! Hä? Ey, was soll das Scheiß? Du darfst hier nicht hinkommen. Raus aus meinem Grundstück. YOLO! Schnell weg, schnell weg. Ui! Ah! Ameisenlöwe! Ameisenlöwe! Du bist kein Assassine, hör auf so rumzuspringen. Oh, endlich Shotgun-Patronen. Danke, lieber Gott. What the fuck? Wo kommst du denn auf einmal? Ich hab gesagt, ihr seid keine Assassinen. Ihr hört auf, so rumzufliegen. Oder runterzuspringen. What the fuck? Geh weg, du Scheißvieh! Geh weg, du Scheißvieh! Hat sich gerade so angehört, als ob du einen Freund von dir umgebracht hättest. Oh, es ist auch der Fall, glaube ich, gewesen. War der nicht zu dritt gewesen? Oh, da ist er auch. Geh weg! Gott! Nein! Böser Ameisenlöwenkönig, böser Ameisenlöwenkönig. Böse, böse. Stirb, Bitch, stirb. Fuck.
Okay, dann muss ich wohl an die ungemütliche Weise gehen. Bist du tot? Ja, geht doch.